Salam, liebe Teilnehmer. Eins von vorneweg, tut uns leid, dass wir heute nur 100 Teilnehmer begrüßen dürfen. Wir versuchen für nächste Woche eine Lösung zu finden und inshallah wird es klappen. Abdurrahman. Gut. Bismillahirrahmanirrahim. Eine kleine Vorrede. Das, was ich heute vortrage, ist grundsätzlich zwar eine Art Khutba, es wird auch diese Form haben, aber ich bitte die Teilnehmer zu bedenken, dass das nicht als Freitagsgebet in dem Sinne gilt. Trotzdem, aus spirituellen Gründen, werde ich es ungefähr in dieser Form halten, dass man das nur im Hinterkopf hat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Preise Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden mit dem Gesandten Muhammad und mit seinen Gefährten und den Rechtgeleiteten allesamt. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, der einzig ist und der keinen Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Amma ba'd. Des Weiteren. In einer Zeit wie der jetzigen, wo wir de facto auch kein formales Freitagsgebet haben, sehen wir eine ganze Reihe von Besonderheiten. Und diese Besonderheiten nehme ich als Anlass, um daraus etwas abzuleiten und eine Folge zu ziehen. Gemäß dem, was im ehrenwerten Koran von Allah subhanahu wa ta'ala an vielen Stellen gesagt wird, fa'tabiru ya ulil albab, so zieht eure Lehre daraus, ihr, die ihr über tiefen innerlichen Verstand und Einsichtskraft verfügt. Was sehen wir? Und ich möchte jetzt wirklich nur darauf beharren, was sehen wir? Was nehmen wir wahr? Es geht an dieser Stelle nicht darum, woher die Dinge kommen. Es geht nicht darum, dass man sagt, das ist weil Punkt, Punkt, Punkt. Diese Schlussfolgerungen lasse ich jetzt beiseite, denn es nützt uns in diesem Moment gar nichts. Was sehen wir? Wir als Menschen sind in diesem Moment weitestgehend auf uns selbst zurückgeworfen. Und zwar nicht nur in Deutschland, in Österreich, in Europa, sondern mehr oder weniger weltweit. Das ist in dieser Art einzigartig. Es gab immer Fälle von Quarantäne. Es gab immer Fälle, wo man aus verschiedenen Gründen, aus Sicherheitsgründen, aus Krankheitsgründen zu Hause geblieben ist. Aber in dieser Art ist das singulär. Das ist die eine Sache. Viel wichtiger ist aber, was fange ich als Mensch jetzt mit mir, den Menschen, mit denen ich zusammen bin in einem Raum und mit meiner Zeit und mit meinen Fähigkeiten an. Ein wichtiger Punkt ist, wenn wir, sagen wir mal, uns nicht direkt und wiederum Alhamdulillah um unser täglich Brot, unsere Kleidung, unsere körperliche Sicherheit Gedanken machen müssen. Unser Problem ist zunächst einmal sinnvoll, Zeit und Möglichkeiten und was uns Allah Ta'ala gegeben hat, zu nutzen. Und es ist immer eine Sache der Wahrnehmung. Beginnen wir langsam. So wie man bei jedem Freitag mit Alhamdulillah beginnt, beginne ich auch hier. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, der Iman Abadan. Preise Allah, dem Herrn der Welten, in Ewigkeit. Und zwar darum, auch jetzt, wenn ich die Gnadengaben, die Ni'am aufzähle, komme ich gar nicht zu Ende. Ich beginne langsam. Wie ich das an anderen Stellen und an anderen Orten auch schon mehrmals gesagt habe, ist der wichtigste Punkt die seelische und die geistige Gesundheit. In der Regel sind 95-96% von uns ja durch körperliche Fragen, also wirkliche Krankheitssymptome, nicht betroffen. Weder jetzt noch höchstwahrscheinlich, so Gott will, später. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie nutze ich die Zeit sinnvoll. Man hat jetzt viel Zeit mit sich selbst, ganz wortwörtlich betrachtet. Und diese Zeit muss sinnvoll genutzt werden. Und hier gibt es drei wichtige Dinge, die ich Ihnen heute in dieser Ansprache mitgeben möchte. Nummer eins. Dankbarkeit zeigen. Ausdrücklich hat Allah subhanahu wa ta'ala im ehrenwerten Koran gesagt,
وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und wenn ihr wirklich dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Das ist einer der wenigen Punkte, wo Allah tatsächlich ein klares Versprechen an die Menschen richtet. Und es heißt, la yukhliful mi'ad, und er bricht sein Versprechen nicht. Allah hat uns nicht Reichtum versprochen. Er hat uns auch nicht Gesundheit dauerhaft versprochen. Er hat uns auch nicht Glück dauerhaft in dieser Welt versprochen. Jedoch dies, dass der Dankbare in dieser Welt ein Mehr bekommt, ist versprochen. Das ist schon erstmal wichtig. Dann, was immer mit dem Namen Allahs und mit seinem Namen verknüpft ist, in Bewusstsein, wird Segens verbunden sein. Das Umgekehrte ist im Hadith überliefert. Und was von der Basmala abgeschnitten ist, ist vom Segen abgeschnitten. Die logische Folge rückwärts betrachtet ist, was mit der Basmala beginnt, was mit dem Gedenken Allahs beginnt, ist mit dem Segen verknüpft. Segen ist Baraka. Das Prinzip Baraka haben viele Menschen in unseren Zeiten vergessen. Muslime. Wird viel geredet, viel wird gesagt, aber das Prinzip Baraka ist etwas ganz anderes, als die meisten Leute meinen. Das Prinzip Baraka ist ein diesseitiges Konzept. Baraka im Diesseits, Jaza, Lohn im Jenseits. Das ist die Aufteilung. Baraka bedeutet, dass etwas mehr wird. Zuwachs. Im Lexikon steht Namu, Zuwachs. Baraka ist Zuwachs über das, was man normalerweise erwartet, weit hinaus. Entweder körperlich oder spirituell oder beides. Die Baraka in den Dingen bedeutet, dass man de facto mehr Nutzen hat, aus welchem Grund auch immer. Nutzen in der Zeit, Nutzen in dem Material, Nutzen in Fähigkeiten. Darum, weil ich Ihnen etwas Nützliches mitgeben möchte und das als meine Pflicht als Muslim betrachte, möchte ich Ihnen drei Säulen zeigen, auf denen man eine solche Zeit, in der wir uns jetzt befinden, sinnvoll verbringen kann. Die erste Säule ist die Säule der Vergangenheit. Die Säule der Vergangenheit trägt alle Dinge, alle Fähigkeiten, alle Erkenntnisse, die wir bis zu diesem Moment gewonnen haben. Das ist sozusagen das, was wir als unseren Proviant mitnehmen. Und ich nehme das durchaus positiv. Was ich gelernt habe, die Fähigkeiten, modern gesprochen die Kompetenzen, all die Dinge, die ich erworben habe, die kann ich jetzt nutzen. Wie? Kommt gleich. Die zweite Säule ist die Säule der Gegenwart. In der Säule der Gegenwart betrachte ich jetzt, was ich denn alles habe tun wollen. Denn seien wir mal ehrlich, bevor diese Einschränkung des täglichen Lebens kam und diese gewaltigen Umwälzungen, die Frage der Krankheit ist ja nur eine, sage ich mal, sekundäre dahinter. Entscheidend ist, dass das Leben sich jetzt ändert. Vor diesen einschneidenden Lebensveränderungen haben wir bestimmte Dinge getan. Überlegen Sie, wie haben Sie Ihren Tag verbracht? Womit haben Sie Ihren Tag verbracht? Und waren Sie, wenn Sie abends ins Bett gingen, mit dem Verlauf des Tages wirklich so glücklich? War das die goldene Zeit? Jetzt würden Sie sagen, ja, ich konnte rausgehen, ich konnte dies tun, das tun, dann sage ich, darüber rede ich nicht. Schon, ja, das stimmt. Und dennoch, ich bin sicher, die meisten von Ihnen, wenn Sie ganz ehrlich zu sich selber sind, werden sagen, so wirklich glücklich war ich mit der Ausbeute an Nutzen in der Regel nicht. Aha. Dann gehen Sie jetzt einmal hin. Die zweite Säule, auch da wollen wir gleich noch genau betrachten, wie. Bedingt alles das, was Sie bis zu diesem Moment haben tun wollen, aber wozu Sie de facto in Ihrem viel freieren Tagesablauf keine Gelegenheit fanden. Was wollten Sie immer schon tun? Zweite Säule. Dritte Säule. Die dritte Säule nenne ich die Säule der Zukunft. In der Säule der Zukunft geht es darum, was man als sinnvoll ansieht. Nummer eins. Das, was ich unmittelbar ab morgen ändern möchte. Heute kann ich es vielleicht nicht, aber was will ich ab morgen verändert sehen? Was soll unmittelbar noch in der Zeit dieser Einschränkung
geschehen. Zweitens, sobald die Einschränkung aufgehoben wird, und das kann nicht ewig dauern, was will ich dann tun? Was sieht der Plan, den ich habe, mit Allahs Erlaubnis dann vor? Und die dritte Säule, der dritte Punkt dieser dritten Säule, wie sehe ich denn die Zukunft meiner Familie, meine eigene? Wie sehe ich, wie das Schiff weiter vorwärts fährt? Halten wir das noch einmal fest. Wir haben drei Säulen. Drei Säulen. Die erste Säule ist die der Vergangenheit. Was habe ich bis jetzt alles geschafft? Was habe ich bis jetzt alles erworben an Fähigkeiten? Wie kann ich das jetzt nutzbar machen? Berufliche Dinge. Beginnen wir damit, dass wir ja immer mehr jetzt auf Webinare und auf Online-Dinge umsetzen. Es gibt manche Foren, manche Netzwerke. Netzwerke sind sehr, sehr wichtig, die wir bisher vielleicht nicht genutzt haben, weil sie Zeitfresser sind oder weil wir sie im Rahmen unserer bisherigen Planungen pro Tag nicht haben umsetzen können. Jetzt sind viele Leute quasi zu Hause, haben einen sehr viel größeren Zeitanteil zu ihrer Verfügung. Den könnte man auch nutzen, um hier gesellschaftliche Kontakte mit realen Menschen zu pflegen. Nicht nur mit Internetnummern. Das ist sinnvoll. Denn die sozialen Kontakte werden jetzt, was die lebendigen Dinge angeht, sehr eingeschränkt sein. Umso mehr sollte man vorbereiten. Es gibt keine dunkle Nacht, nach der es nicht einen Tag gibt, solange diese Welt besteht. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Lage, egal wie lange sie dauert, und wenn sie 3 Monate maximal dauert, zu Ende gehen muss, weil nämlich ansonsten alles zusammencrasht. Und es gibt genug Kräfte, die das nicht wollen. Das ist ein Thema für sich. Also Stichwort, was sind meine Fähigkeiten? Es gibt Dinge, die ich nach außen tragen kann. Ich kann mit Leuten sprechen, ich kann Leuten Mut machen, ich kann Interessensverbände gründen, Netzwerke wieder aktivieren, ich kann Unterrichte geben, ich kann auch als Nichtfachmann viele Dinge weitergeben. Und nach innen, ich kann versuchen, meinen inneren Ablauf, den Ablauf in meiner Familie anders zu regeln. Denn es braucht bestimmte Freiräume, damit man sich nicht auf gut Deutsch zu sehr auf den Wecker geht. Und es gibt auch Bereiche, wo man gemeinsam etwas anderes tun kann als bisher. Vielleicht auch etwas weniger online. Und ein weiterer Punkt, was mache ich für mich selbst als Mensch? Hier kommen künstlerische, handwerkliche, erziehungsmäßige, bildungsmäßige Dinge hinein. Dinge, die ich immer schon lernen wollte und so weiter. Da haben wir schon den Übergang zur zweiten Säule. Das, was ich bisher nicht gemacht habe, vielleicht Dinge, die schon bei Ihnen im Schrank liegen, seit Gott weiß wie vielen Jahren. Projekte, wo Sie sich einmal angemeldet haben, wo Sie nie etwas gemacht haben. Ideen, die gar nicht mal viel Geld kosten, sondern einfach nur Zeit. Die Sie jetzt aber, von mir aus gezwungenermaßen, haben, die könnten Sie jetzt umsetzen. Zu diesen beiden Säulen, der ersten und der zweiten, empfehle ich, dass Sie sich hinsetzen und dass Sie sich das wirklich einmal aufzeichnen. Ob Sie das jetzt mit Computer oder digital machen oder handschriftlich machen, ist völlig egal. In der ersten Säule das, was Sie als Ihre Fähigkeiten in diesem Moment erkennen. In der zweiten Säule das, was Sie immer schon machen wollten und wo Sie jetzt eine Chance sehen, das auch durchzuführen. Die dritte Säule braucht eine eigene Betrachtung. Und die dritte Säule ist sehr wichtig. Wir müssen für die Zukunft planen. Natürlich gehen wir davon aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala der beste Planer ist. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestoweniger muss man auch selber Schritte tun. Wenn ich immer nur an einem Platz sitze, werde ich ja nicht vorwärts kommen. Heißt, weil sich die Welt scheinbar wöchentlich verändert, kann es sein, und das ist bei mir übrigens ganz genauso, dass die Planungen, die ich für meine fernere Zukunft gemacht habe, also in 10, 20, 30 Jahren, so scheinbar nicht mehr umzusetzen sind oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das ursprünglich ausgemalt habe. Okay, macht nichts. Jetzt muss ich mir überlegen, wie möchte ich denn dann und dann leben? Ich weiß, es gibt Leute, die sich darüber keine Gedanken machen. Ich halte das für einen Fehler. Warum sage ich zum Abschluss? Ich gehe also jetzt hin und sage, welche Dinge möchte ich, wenn nicht gerade jetzt, dann aber doch spätestens auch morgen, übermorgen, jetzt in dieser Lage verändern? Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Lage, in der wir jetzt sind, sicherlich noch 2 bis 3 Wochen Minimum bleiben, vielleicht länger,
sagen wir einen Monat, wenn auch vielleicht mit Erleichterungen am Ende, das wissen wir nicht, vielleicht aber auch nicht, dann müssen wir sagen, es wird kein Leben, wie wir es bis dato als normal empfanden, wiedergeben, außer nach einer beträchtlichen Zeitspanne. Und diese Zeitspanne dürfen wir nicht verabscheuen. Bitte, liebe und geschätzte Anwesende und Muslime, tun Sie das nicht. Nehmen Sie das nicht als einen Segen und nicht als einen Fluch. Nehmen Sie das als ein Mittel. Der Schöpfer, Subhanahu wa ta'ala, gibt uns Dinge. Das ist genau wie mit Geld. Geld kann ein Segen und ein Fluch sein. Ist es nicht so, dass wenn ich zum Beispiel von Allah einen bestimmten Reichtum bekomme, ich am jüngsten Tag nicht gefragt werde, Kind Adams, was hast du denn damit angefangen? Wenn ich jetzt damit Sinnvolles getan habe, wird mir der Besitz, den ich im Diesseits bekommen habe, von dem Allversorger Ar-Razzaq zum Segen am jüngsten Tag. Und wenn ich das schlecht verwendet habe, zu einem Fluch. Das ist mit allen Dingen doch so. Auch mit meiner Zeit, auch mit meinen Fähigkeiten. Deswegen, es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass der Schöpfer uns grundsätzlich Gutes und Hervorragendes zur Verfügung stellt, aber der Schöpfer hat sich das Recht vorbehalten und tut das ja ganz offensichtlich auch, dass er uns prüft. Und diese Prüfung ist im weitesten Sinne ja nicht unerträglich. Sie ist ja auch zu bestehen. Es liegt auch zum großen Teil an uns, wie wir damit umgehen. Darum, nehmen Sie das als eine, ich würde sagen, veränderte Chance wahr. Vorher hatte ich eine Chance durch Bewegung. Jetzt habe ich eine Chance durch Ruhe und Konzentration. Es ist einfach eine andere Grundsituation. Aber das ist alles. Die Gabe ist doch dieselbe. Solange ich meinen Verstand noch habe, solange ich mein Herz und meine Emotion noch habe und solange ich körperlich nicht grundsätzlich gesund erhalte, habe ich eigentlich dieselben Voraussetzungen wie vorher. Lediglich die Verfügungsmöglichkeit, arabisch Tasarruf, die Verfügungsmöglichkeit in die äußere Welt habe ich jetzt weniger. Das ist aber auch schon alles. Also, wie will ich das hier nutzen, diese Spanne? Und ich will sie nutzen zum Beispiel, indem ich künstlerisch etwas schaffe, Unterrichte gebe, andere Menschen etwas mitteile oder mich ruhig einmal sammle, eine Auszeit für mich selber für eine halbe Stunde oder so nehme, nachdenke, versuche Erkenntnisse zu gewinnen, zu reflektieren, wie ich denn bisher gelebt habe. Teilweise werden Sie es ja auch erlebt haben, dass Sie durch den Arbeitsalltag, Ihren bis dato gegebenen Arbeitsalltag, einfach so gehetzt waren. Deutschland ist das Land der Hetzerei, offen gesagt, mehr noch als Österreich, dass Sie gar nicht dazu kamen, irgendwas genau nachzudenken. Sie sind voll beschäftigt, einfach den Dingen hinterherzulaufen, um am Ende müde ins Bett zu sinken, froh, dass Sie die wesentlichen Dinge, wenn überhaupt, geschafft haben. Und so geht ein Tag nach dem anderen. Und jetzt werden Sie sozusagen zwangsweise zur Ruhe gesetzt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie ich unter anderen Umständen auch Nutzen gezogen habe. Das ist noch nicht allzu lange her. Ich wurde auf die Intensivstation eingeliefert in Wien mit einer schweren Lungenentzündung. Und anschließend, nachdem ich von der Intensivstation auf die normale Station damals kam, es war eine autoaggressive Krankheit, keine durch einen solchen Virus wie jetzt, ist auch schon ungefähr 2, 3 Jahre her, da war es so, dass ich jetzt eine Woche auf dem Zimmer mit jemand anderem war. Das war ein älterer Mann. Wir hatten uns nicht viel zu sagen. Wir haben uns freundlich behandelt. Das war aber auch alles. Dann habe ich meiner Frau mitgeteilt, bitte gib mir das Buch so und so. Das liegt bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. Das war sehr schwierig verständlich. Ein mystischer Text. Ich hatte nicht die Zeit gefunden, das zu lesen. Sie hat mir das gebracht. Und ich habe dieses Buch in dieser einen Woche durchgearbeitet. Und ich schwöre Ihnen, davon zehre ich noch heute. Denn ich habe weder davor noch danach diese Zeit gefunden. Jetzt können Sie sagen, war also mein Krankheitszustand, ich hatte jetzt keine großen Schmerzen, war ein bisschen vom Atmen schwieriger, das war alles. War das jetzt in dem Sinne eher eine Prüfung oder eher eine Chance? Ich würde sagen, es war beides, aber die Chance war größer. Es lag aber an mir. Ich hätte auch einfach jammern und im Bett liegen können. Habe ich aber nicht gemacht. Sie merken, die Lage von mir und einem Zweiten war eigentlich gleich. Nur was haben wir daraus gemacht? Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. So Sie, inshallah, so Allah will, gesund sind in diesem Moment, haben Sie die Möglichkeit, Dinge zu nutzen. Geistige, körperliche, emotionale. Vielleicht haben Sie die Zeit, Ihrem Ehepartner, Ihrem Kind,
ihren Verwandten, wer immer mit ihnen jetzt zusammen ist oder wen sie auch vielleicht online erreichen können, etwas Gutes zu sagen. Wie oft sagen wir einem Mitmenschen, den wir lieben und schätzen, nicht, dass wir ihn lieben und schätzen? Wie häufig gehen wir stumm in der Welt aneinander vorbei und haben dann die Ausrede, ich habe jetzt sowieso keine Zeit. Die Ausrede gilt jetzt nicht mehr. Aber es ist auch eine Chance für die Zukunft. Für die Lage, in der wir sind, empfehle ich Ihnen, dass Sie sich einen Plan machen. Einen Plan, wie Sie im Durchschnitt Ihren Tag gestalten. Und für den Freitag empfehle ich Ihnen, wenn es das Freitagsgebet in der üblichen Form nicht gibt, dass Sie den Freitag speziell gestalten. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wie ich das mache, obwohl ich mich nicht als Maßstab nehmen möchte. Es ist nur ein Beispiel. Wie andere das machen, weiß ich nicht. Mein Tag wird stark gegliedert durch die Gebetszeiten, aber auch durch bestimmte andere Elemente, die ich meiner Familie widme, den Leuten, mit denen ich zusammen bin. Ich habe auch Elemente und Zeiten, wo ich sage, jetzt ziehe ich mich zurück und ich kann hier nicht gestört werden. Das gilt für die Webinare, die ich geben muss. Ich bin als Dozent tätig. Vieles bei uns ist bei der Hochschule auf online gesetzt. Das ist sowieso klar. Ein zweiter Punkt. Bestimmte Tage, wie etwa der Freitag, müssen etwas Besonderes haben. Deswegen beginne ich mit Koranrezitationen, die ich speziell am Freitag mache. Das Mittagsgebet, wenn es auch kein Freitagsgebet ist, gestalte ich etwas intensiver als üblich. Ich habe andere Rezitationen dort. Ich tue das, um in meinem eigenen Bewusstsein den Freitag aus der Gruppe der 7 Tage herauszuheben. Und das ist tatsächlich eine Frage des Mindsets, modern gesprochen. Ein weiterer Punkt. Es gibt bestimmte Handlungen, die ich mir plane für die Woche. Und darunter sind zur Hälfte Handlungen, die mir Freude bereiten. Das ist jetzt eine Sache. Für die Gesundheit der Seele ist es notwendig, dass Sie sich jeden Tag etwas zuführen, was Ihnen Freude bereitet. Egal, was das ist. Freude für sich selbst. Freude daran, dass Sie anderen eine Freude bereitet haben. Egal, was auch immer. Freude. Wenn Sie rausgehen können, betrachten Sie Pflanzen und Natur. Ich kenne Leute, Manager, die sonst im Büro gesessen haben die ganze Zeit, die freuen sich auf einmal an der Natur. Egal was. Wichtig ist, Sie müssen jeden Tag sich mindestens einmal Freude zuführen. Tun Sie das. Das ist kein Überschuss, das ist keine Zeitverschwendung, das ist reinste Medizin. Spirituell. Denken Sie über bestimmte Dinge nach, die mehr sind als nur Ihre Nasenspitze. Denken Sie darüber nach, wo die Dinge alle hergekommen sind und wohin sie gehen könnten. Tun Sie das auf eine spezielle Art und Weise, indem Sie nämlich nicht sich so viel in große Theorien verrennen, das können Sie immer noch nachsetzen, sondern indem Sie damit beginnen, was Sie sehen. Immer dann, wenn das, was wir sehen, offensichtlich nicht der Kern der Sache ist und wir dahinter eine eigentliche Wahrheit sehen, dann fragen Sie nach, wem nützt was? Denn in der Welt geschieht in der Regel nichts Nutzloses, außer wenn Sie offenkundigen Blödsinn sehen. Aber in der Regel solche Dinge, wie wir sie jetzt sehen, wirtschaftlich, politisch, das Eingreifen in die Freiheitsrechte und Ähnliches, hat Gründe. Der dritte Punkt. An einem bestimmten Stadium spielt es ehrlich gesagt gar keine große Rolle mehr. Ob jetzt unser Leben durch eine übergreifende irdische Macht mit beeinflusst wird oder nicht. Sie gehen davon aus, Allah subhanahu wa ta'ala ist der beste Planer und entscheidet am Ende. Er ist der Entscheider. Jedoch ist Allah auch As-Sabur, der Geduldige. Und wir wissen nicht, wie im Plan des Schöpfers es wirklich aussieht. Das kann niemand wissen außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Ich gehe von 3 Dingen aus. Und die gebe ich Ihnen mit und da sind wir dann auch schon gleich bei der Zukunftsplanung. Nummer 1. Wer dankbar ist, bekommt immer mehr. Nummer 2. Wer genau versucht, eine Lehre zu ziehen für sein eigenes Leben aus seiner konkreten Umgebung, bekommt Erklärungen, bekommt Erkenntnisse, bekommt die Möglichkeiten, wenn ich also sage, oh Allah, wenn ich es im Dua sage, gib mir die Erkenntnis, wie jetzt meine Lage ist. Und dann anschließend setzen Sie sich ruhig hin und denken über bestimmte Dinge nach und kommen zu bestimmten Ergebnissen, was Sie jetzt tun können, wie Sie Sinnvolles tun können, wie Sie sich weiterbilden können für die Zeit danach.
welche Kenntnisse sie noch erwerben wollen und auch können, welche körperlichen, finanziellen, geistigen, emotionalen Fähigkeiten sie haben. Machen Sie eine Bestandsaufnahme, das ist wichtig. Und dann beginnen Sie, indem Sie erst einmal Projekte für sich selbst und Ihre Familie machen. Und es gibt so viele Projekte, die Sie tun können. Dann Nummer 3, die Zukunftsplanung. In der Zukunftsplanung, wie gesagt, gibt es die 3 wichtigen Schritte, die ich jetzt sehe und auch selber durchführen muss. Nummer 1, was ich noch in dieser speziellen Zeitspanne tun will. Wenn Sie feststellen, dass es zu Irritationen, zu Streitigkeiten und Ähnlichem kommt, dann müssen Sie Zwischenbereiche schaffen. Wenn Menschen sich zu sehr nahe kommen und daran in ihrer zwischenmenschlichen Beziehung zu scheitern pflegen, dann ist es wichtig, dass man etwas Abstand gewinnen kann. Da muss man Zeiten definieren, wo man auch Freiraum bekommt. Der Freiraum muss aber sinnvoll genutzt werden, sonst wird jemandem langweilig und aus Langeweile macht so mancher Unsinn. Nummer 2. Es gibt bestimmte Ziele, die Sie auch mit Ihrer Familie gemeinsam feststellen können. Jeder wird ja mittlerweile auch ungefähr wissen, wo er steht. Nach 1, 2 Wochen hat man das raus. Und hier ist wichtig, dass man sagt, schau, du musst ein Ziel haben, und zwar nicht, dass du mir auf den Wecker gehst, sondern du musst ein Ziel haben, was du aus dir heraus für andere tun willst. Wenn man für andere tätig ist, in irgendeiner Weise, dann ist das auf jeden Fall sinngebend. Sinnstiftend. Stichwort sinnstiftende Tätigkeit, nicht sinnloses Zeittotschlagen. Und Nummer 3. Planen, soweit einem das möglich ist, indem man Berichte bekommt, die Welt genauestens beobachtet. Es verändert sich jetzt sehr, sehr viel in der Welt. Viele Parameter, die bis dahin galten, werden bald nicht mehr gelten. Das sage ich Ihnen gleich. Weder wirtschaftlich noch politisch. Es wird sich sehr, sehr viel umwenden. Das, was wir sehen, ist im Grunde eine riesige Welle. Manche sagen ein Tsunami. Und dieser Tsunami ist nicht aus natürlichen Gründen herausgekommen und ist auch nicht zufällig gekommen. Hier sind geplante Elemente dabei. Wenn Sie nicht zu den Planern gehören, dann nützt es Ihnen recht wenig, darüber zu spekulieren. Aber es nützt Ihnen, abzusehen, wohin der Zug geht und wie man sich in dieser veränderten Welt zurechtfindet.